Guten Morgen allerseits. Alter, geil. Was sehe ich da im blauen Himmel? Maschallah. So, hier nehme ich einmal. Ich hoffe, das bleibt heute schön so. Bis nach Kempsey, wo ich nämlich gestern noch eine Zusage von dem Host bekommen habe, der aber gar nicht so aktiv war. Vorgestern Abend habe ich den ganz spät in der Nacht, habe ich noch einfach angefragt, habe ich gedacht, ja, warum nicht? Ja, und gestern Abend haben sie geantwortet, haben gesagt, ja klar, hier, da. Und das sind so 100 Kilometer von hier. Wenn wir nicht nass werden, dann ist es gut. Und jetzt gleich gibt's Frühstück und dann geht's los. Let's go. So, wir sind wieder auf the road und zwar in Milestone. Da hinten sieht man vielleicht noch die beiden netten Damen, Margaret und Georgina. Zwei ältere Damen, super freundlich, eben noch mit gefrühstückt. Und jetzt wieder auf the road Richtung Kempsey. Der Himmel und das Wetter sieht wunderbar aus nach einem super Tag zum Fahrradfahren. Ich hoffe, das bleibt so. Und dann freue ich mich, heute auch bei Warm Showers Host zu bleiben. Morgen wird auch ein Warm Showers Host sein. Und danach werde ich bei einem Haus campen, wo ich eine Dame aus Sydney angeschrieben habe, die ich von den Leuten aus Jakarta irgendwie den Kontakt habe, wo ich geblieben bin, von Silvia und, ich habe gerade seinen Namen vergessen, Arian. Und die hatten wohl jemanden aus Sydney kennengelernt, die habe ich einfach angeschrieben. Sie meinte, ja klar, meine Eltern haben da ein Haus, du kannst da campen. Die sind ja nicht zu Hause, aber das Tor ist wohl offen. Das heißt, ich kann dann einfach da auf das Grundstück und da campen. Das ist der Plan für übermorgen. Und nach übermorgen muss ich mir dann was überlegen, wo ich dann bleibe. Das wird wahrscheinlich Newcastle sein, die Stadt. Da gibt es Warm Showers Host, da muss ich dann noch welche anfragen und Bestätigung bekommen. Da freue ich mich drauf. Und dann ist Sydney auch gar nicht mehr so weit. Ich hoffe, es regnet nicht mehr so viel. Zumindest heute. Und ja, ich melde mich. Aber es geht hier wunderschön entlang des Flusses, entlang der Berge. Ich bin aufgewärmt. Da wird Angeln geübt. Ja, es macht Bock. Sieht man mal, was das Wetter alles bewirken kann. Hier geht's so schön, so eine Nebenstraße entlang, ein paar Autos, wie man hört. So. Aber an sich ist es eigentlich echt entspannt. Geht ein bisschen viel hoch und runter und ich habe teilweise keinen Seitenstreifen. Ja, dafür, dass wenig Verkehr ist, ist es gut. Also Abfahrt. So, für ein paar Kilometer bis zur nächsten Stadt, so circa 14, nehmen wir jetzt den Highway. Der Woolworth ist auch schon drin. Das gibt's jetzt, das habe ich mir heute Morgen mitnehmen dürfen. Schön mit Rucola. So, die habe ich mir gekauft. Für was länger. Und diese Schoko, die nehme ich hier jetzt gleich. Es sind wahrscheinlich noch so 60 Kilometer. Ich gucke, ob ich den Highway nehme oder eine andere Straße. Mal schauen. Aber jetzt wird erstmal kurz Pause gemacht. 33 oder so haben wir schon. So, mittlerweile wieder seit geraumer Zeit auf der Road und jetzt wird uns der Streifen genommen. Schauen wir mal, was wir da machen. Junge, Junge, da mit Trucks, da sehe ich aber schwarz. Eieiei. Naja, noch sieht so aus, als könnten wir hier fahren. Ich weiß gar nicht, was gemacht wird, ob geteert wird oder so. Vielleicht ist da vorne auch schon wieder vorbei. Ah ja, End Road Work. Das heißt, da war gar nicht so viel.
Naja. So, ich bin jetzt in die Countryside wieder abgebogen. Weil das nimmt sich kilometertechnisch gar nicht. Aber vielleicht ein paar Höhenmeter mehr. Wie ich zumindest gerade eben schon gemerkt habe. Ich hoffe, das wird jetzt weniger. Und ich brauche langsam mal Wasser. Hoffe, da findet sich gleich was. Ja, genau, da vorne sieht man, es geht halt nicht gerade wie der Highway, sondern hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Aber ist noch okay. Alter, ich fahre durch dieses riesige Flachland mit den Bergen da hinten. Und ich habe Rückenwind, wie man hier in diesem Gras erkennen kann. Junge, ich bin hier am Speeden wie kein Zweiter. Ich wollte eigentlich eben eine Pause machen. Warum nicht? Kann man durchziehen, wenn man auch mal Rückenwind hat. Alter, geil! Wird sich gleich wahrscheinlich wieder ändern. Ich weiß, dass Donnerstag spätestens eine fette Windfront kommt, von Gegenwind, von Süden. Deswegen genießen. So, ich bin angekommen. Wir sind euch zu Hause. Ich warte jetzt hier ein bisschen. Und dann ist gut. Danke, dass du mich bis hierhin begleitet hast. Schreib mir gerne deine Meinung zu diesem Video in die Kommentare und um die nächsten Videos von meiner Radreise nicht zu verpassen, kannst du gerne den Kanal abonnieren. Für aktuellere Infos kannst du auch auf meinem Instagram vorbeischauen, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Aber für heute verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns im nächsten Video wieder.